auf die Flugleistungen. Nur 985 Meter benötigt die 152 für den Start. Im Steigflug mit 680 Stundenkilometer erreicht die Maschine nach 200 Kilometer Flugstrecke ihre Reisehöhe von 10.600 Meter bereits in 20 Minuten. Jetzt fliegt die 152 mit einer Reisegeschwindigkeit bis 850 Stundenkilometer und steigt weiter auf 11.700 Meter an. 1.700 Kilometer wurden zurückgelegt. 130 Minuten sind seit dem Start vergangen. Der Abstieg beginnt 300 Kilometer vor dem Zielflughafen. Das 2000 Kilometer entfernte Ziel ist nach 160 Minuten Flugzeit erreicht. Durch die niedrige Landegeschwindigkeit von 200 Stundenkilometer beträgt die Rollstrecke 690 Meter. Zweckmäßig ist die Raumaufteilung im druckdichten Teil des Rumpfes. Neben der Normalvariante kann die 152, wie hier als Touristenklasse, als erste Klasse oder Frachtvariante geliefert oder auch jederzeit umgerüstet werden. Komfortable Ausstattung der Fluggastkabine, die gegen Schall und Wärme isoliert ist, Klimaanlage und viele andere Annehmlichkeiten bietet die 152 ihren Fluggästen. Bequem zu reisen. Das erfüllt der 52, das Turbinenverkehrsflugzeug aus der Deutschen Demokratischen Republik.